gestärktes Gefühl, pure Emotion, ein gemeinsamer Weg und eine gute Zeit. Wir sind die Hürden unserer Zeit und zu allem bereit. Wir reden nicht lang und gehen ans Ohr. Jetzt und nicht erst irgendwann. Wir sind dabei, wir sind dabei bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei. Wir sind dabei bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei, wir sind dabei. Träume für die Ewigkeit. Wir sind dabei, wir sind dabei bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei. Hallo und grüß euch zur Galanacht 2022 der Landjugend Oberösterreich. Es freut uns recht, dass wir für euch heute den Abend gestalten dürfen. Tobender Applaus, Emotionen und Jubel. Das hätten wir normalerweise jetzt mit über 800 Landjugendmitgliedern, Partnern und Sponsoren in der Messehalle in Riert. Ein weiteres Jahr, wo wir leider nicht in präsenter Form auf ein grandioses Jahr zurückblicken können haben. Doch wir sind die Landjugend und lassen uns natürlich nicht unterkriegen. Letztes Jahr hat die Galanacht bereits schon online stattgefunden. Und so müssen wir leider auch heuer wieder auf diese Online-Variante zurückgreifen. Also machen wir uns auch heuer wieder das Beste draus und schauen wir, dass wir trotzdem die genialen Projekte an, die ihr es umgesetzt habt und vor allem, wer auch die aktivste Landjugendgruppe ist. Ganz neu haben wir heuer auch das aktivste Mitglied, was wir dann küren werden. Auch wenn letztes Jahr kein Standard-Landjugendjahr war, habt ihr es Landjugendliche bewiesen, wie kreativ und einfallsreich, dass man trotzdem ein Programm und vor allem Projekte auf die Füße stellen kann. Und das gebührt schon mal einen Applaus an euch, unsere Bezirke, Ortsgruppen und unseren Mitgliedern. Wir hoffen, dass heute unsere über 22.500 Mitglieder per Livestream uns im Dirndl und auch in der Lederhose mitverfolgen. Galanacht soll wieder was Besonderes sein und in grandioser Erinnerung bleiben. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr vor eurer Couch, euch im Esszimmer oder wo ihr auch gerade seid,
uns ein Selfie macht und auf Instagram, Facebook und Co. mit dem Hashtag Galanacht2022 postet. Die mehreren von euch werden uns zwar wahrscheinlich schon kennen, aber für die was noch nicht, dann stellen wir uns noch gleich vor. Wir sind die Landesleitung der Landjugend Oberösterreich. Die Dame neben mir, die Landesleiterin Theresa Neubauer, sie ist 24 Jahre jung, kommt aus dem Bezirk Welsland, genauer gesagt aus Weißkirchen an der Traun. Landesleiter und Herr neben mir ist der Stefan Eichelsberger. Er ist ein Vierteljahrhundert an Erfahrungen jung und kommt aus dem Bezirk Braunau, aus dem Ort Menning. Wir zwei dürfen euch gemeinsam mit unserem Moderationsteam, der Clara und den Hirs, durch den heutigen Abend führen. Ja, und für alle, die jetzt glauben, wir zwei stehen ein bisschen zu nahe beieinander, wir und das gesamte Team hinter Kameratechnik und unsere Moderationskollegen sind alle frisch getestet und erfüllen alle aktuellen Auflagen. Ja, wir haben uns natürlich einige Programmpunkte zusammengestellt, nämlich den Jahresrückblick des etwas anderen Jahres. Wer kriegt heuer den Landjugendkreisel fürs beste Projekt? Wir verabschieden den alten Landesvorstand und sagen euch das neue Landesvorstandsteam. Wir küren die aktivste Landjugendgruppe in Oberösterreich. Wie schon angesprochen, ganz neu und einmalig, küren wir außerdem das aktivste Landjugendmitglied an sich, das dann ein iPad von der Hypo Oberösterreich zur Verfügung gestellt kriegt. Und wir geben euch einen Ausblick auf das kommende, hoffentlich coronafreiere Landjugendjahr. Ganz besonders gefreut uns natürlich, dass nicht nur es Landjugend heute daheim zuschaut, sondern wir haben auch einige Ehrengäste, die ganz bestimmt ertrachtig vom Livestream sitzen und uns zuschauen. Stellvertretend für alle Ehrengäste dürfen wir unseren neuen Landwirtschaftskammerpräsident Magister Franz Waldenberger bei uns begrüßen und Danke sagen, dass wir an Kammer so heuer wieder in so ein klasses Filmstudio umwandeln dürfen haben. Danke, dass ihr euch heute trotz Online-Format für uns Zeit genommen habt und dass einige von euch dann auch im Anschluss beim digitalen Meet and Greet mit dabei sind. Ja, der ORF behauptet, dass das Jahr 2021 geprägt war durch die Corona-Pandemie, die turbulenten politischen Ereignisse rund um die oberösterreichischen Landtagswahlen, aber genauso auch die Minister- und Kanzlerwechselungen sowie die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft. Aber war das wirklich so spannend? Wir haben doch als Landjugend viel positivere Sachen gemacht. Die gehörten eigentlich einmal von Vorhang geholt. Wir von der Landjugend Oberösterreich haben zum Beispiel heuer unser 70-Jahr-Jubiläum gefeiert. Wir haben es zwar ein bisschen anders gefeiert, als wie wir es vorgestellt haben, aber fesch war es trotzdem. Mit allen ehemaligen Funktionären, Bezirken und Ehrengästen haben wir zum Beispiel im August unsere Jubiläumsfeier im Leitnerstadl in Ort im Innkreis abhalten können. Klein, aber fein haben wir da gefeiert. Umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt schon, wenn wir dann im Mai mit allen Landjugendmitgliedern beim 70R richtig feiern können. Endlich wieder alle Landesentscheide durchführen können. Endlich wieder einen Stand auf der Rieder Messe haben. Eine unglaubliche Rekordteilnahme bei Bildungsveranstaltungen. Endlich wieder Bundesentscheidluft schnuppern, neue, motivierte Ortsgruppen gründen und auch die Landjugend Junggärtner ins Leben rufen. Außerdem freut es uns, dass trotz des turbulenten Jahres rekordverdächtige 28 Teilnehmer erfolgreich die Ausbildung Jump abgeschlossen haben und insgesamt 8 Oberösterreicher sich seit heuer Spitzenfunktionäre nennen dürfen. Der große Andrang nach mehr Bildung zeigt sich auch durch unsere frisch ausgebildeten Basistrainer. Mit 12 neuen Basistrainern steht der nächsten Klausur, dem Wochenendseminar oder auch dem Bildungstag nichts mehr im Wege. Wahnsinn, was die Landjugend heuer wieder bewegt hat. Aber ich glaube, wir zwei haben jetzt schon genug gesprochen, denn Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte. Darum bitte ich, Film ab!
2021. Was für ein Jahr. Endlich wieder mehr präsente Veranstaltungen durchführen. Hoffentlich geht's heuer nur präsenter und nur besser. Damit wir aber trotzdem das Gefühl haben, dass ihr es auch wirklich dabei seid, darf man sich voll freuen, wenn ihr ein Foto postet und uns die Landjugend Oberösterreich verlinkt, beziehungsweise dürft ihr den Hashtag Galanacht 2022 ja nicht vergessen. Und nicht nur ihr seid heute mit dabei, sondern auch unser Landeshauptmann, der uns im Vorhinein bereits eine Videobotschaft gesendet hat. Hier ist unser Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer. Liebe Landjugend, unser Land befindet sich inmitten der größten Herausforderung seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber so groß diese Herausforderungen für jeden und jede von uns sind und auch für uns als Gesellschaft, so sehr bin ich davon überzeugt, dass wir das gemeinsam meistern und unser Land auch wieder stark machen werden. Mit Mut, Zuversicht, Hilfsbereitschaft und vor allem Optimismus. Und darauf könnt ihr auch stolz sein. Ihr packt an, wenn ihr gebraucht werdet. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich dafür persönlich zu bedanken. Als Bildungsorganisation für die bäuerliche Jugend gegründet, ist die Landjugend heute längst zu einem modernen, dynamischen Netzwerk geworden. Junge Leute finden hier eine Gemeinschaft, die mit vielfältigsten Aktivitäten und Projekten Impulse für die Belebung Oberösterreich, vor allem des ländlichen Raums, und auch für die christliche Wertegemeinschaft gibt. Ihr gestaltet die Zukunft unseres Bundeslandes aktiv und kreativ mit, ob in Form gemeinsamer Freizeitgestaltung, der Weiterbildung oder auch der Traditions- und Brauchtumspflege. Aktuelle Themen und Probleme sind immer ein Anliegen für euch. Ihr wollt etwas bewegen. Durch die Umsetzung innovativer Projekte und das Engagement auch im kulturellen und sozialen Bereich beweist ihr, dass sich die jungen Leute aktiv in unsere Gesellschaft einbringen. Als größte Jugendorganisation Oberösterreichs für den ländlichen Raum leistet die Landjugend einen unschätzbar wichtigen Beitrag, dass junge Leute mit ihren Anliegen und Problemen nicht alleine gelassen werden. Gerade in der oft nicht einfachen Zeit des Erwachsenwerdens bietet sie den Heranwachsenden Halt und Orientierung. Sich in der Landjugend zu engagieren ist abwechslungsreich, interessant oder anders formuliert, vielleicht eine der schönsten Arten, die Jugend zu erleben. Allen Mitgliedern, Funktionärinnen und Funktionären danke ich für ihr vorbildliches Engagement, für die unzähligen Stunden, in denen ihr mit euren Aktivitäten und euren Ideen viel Wertvolles für die Gemeinschaft beigetragen habt und beitragt. Ich wünsche euch für die Zukunft viel Elan, Tatkraft und natürlich auch Erfolg. Und ich bitte euch weiter um ein so gutes Miteinander. Weiter so, liebe Landjugend. Ja, vielen Dank für die netten Worte, lieber Herr Landeshauptmann. Und somit kommen wir auch schon zum nächsten Highlight unseres Abends und dürfen unser Moderationsteam Clara und Hirs bitten, dass die besten Projekte von der Landjugend Oberösterreich präsentiert und prämiert. Ja, nun ist es soweit. Die Clara und ich, wir dürfen die ausgezeichneten Orts- und Bezirksgruppen prämieren. 31 Projekte wurden zum Projektwettbewerb eingereicht und von einer fachkundigen Jury unter strengen Kriterien und unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen bewertet. Heute dürfen wir diese Projekte in den Kategorien erfolgreich teilgenommen, Bronze, Silber und Gold prämieren. Also man sieht wieder, auch trotz der weiteren herausfordernden Zeiten, hat sich wieder einiges bei den Orts- und Bezirksgruppen in Oberösterreich getan. Wir gratulieren folgenden Landjugendgruppen zu ihren erfolgreich teilgenommenen Projekten. Landjugend Bischelsdorf, Außenbezirk Braunau, Miteinander für Neichen Unterstand. Landjugendbezirk Rohrbach, 70 Jahre Landjugendbezirk Rohrbach. Landjugend Handenberg, aus der Bostenbezirk Braunau, jung und motiviert wird musiziert. Landjugend Reichenau, aus dem Bezirk Urfa-Umgebung, kochen, so genießt die Landjugend Reichenau. Landjugendathlet, aus dem Bezirk Wösland, trau dich,
Tradition und Jugend. Landjugend Lambrechten aus dem Bezirk Riert. Heimat ist eine gute Mischung. Die Landjugend Lengau aus dem Bezirk Braunau, Tag der Landwirtschaft. Landjugend Utzeneich aus dem Bezirk Ried, Buswartehaus. Die Landjugend Vorachdorf aus dem Bezirk Gmunden, Renovierung Landjugendheim. Landjugend Schadenberg aus dem Bezirk Scherding, Überraschungsprojekt. Die Landjugend Daschdorf aus dem Bezirk Braunau, wir sind dabei. Landjugend Taufkirchen an der Trattnach aus dem Bezirk Christkirchen, auf der Roas, regional unterwegs. Die Landjugend Pucking aus dem Bezirk Linzland, der Natur auf der Spur, Barfußweg. Landjugendbezirk Urfer Umgebung, nachhaltig, denn jede Tat zählt. Landjugend Vornach aus dem Bezirk Vöcklerbruck, vom Korn zum Brot. Landjugend Wolfern aus dem Bezirk Steierland, Landjugend Weitblick. Und die Landjugend Gaspelshofen aus dem Bezirk Christkirchen, alte Bahnschienen reloaded. Nun dürfen wir den ersten Projekten zum Podestplatz gratulieren. In der Kategorie Bronze und zu einem Scheck in Wert von 100 Euro gratulieren wir der Landjugend Gschwand aus dem Bezirk Gmunden mit ihrem Projekt Hupf in Tracht. So vielseitig ist Brauchtum. Neben der Gründung einer eigenen Volkstanzgruppe waren ein Dirndl-Nähkurs, ein Brauchtumsabend, ein Dirndl-Schmuckkurs und ein Dirndl-Weitspringen weitere Projekthighlights. Tracht, Mundart, Tanz und Handwerk sind wichtige Bestandteile der österreichischen Kultur und auch der Landjugend. Gratulation der Landjugend Pichl aus dem Bezirk Welsland zu ihrem Projekt Kochen wie Oma Resi, traditionell und regional. Wer kennt es nicht, dass Mütter und Großmütter bei den Rezepten vieles nach Gefühl zubereiten und auch beim Nachfragen keine genauen Mengenangaben sagen können. Familienrezepte der vorherigen Generation sollten aber nicht vergessen werden. Aus diesem Grund sammelte die Landjugend Pichl die Rezepte der Großeltern oder auch Urgroßeltern und verewigte diese in einem Kochbuch mit leckeren Fotos. Herzlichen Glückwunsch der Landjugend Bezirk Perg zu Perg radelt, Landjugend bewegt. Der Bezirk nahm sich zum Ziel, seine Mitglieder zu motivieren und sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen. Bewusstsein für aktive Ressourcenschonung zu schaffen und für sich selbst aktive Gesundheitsvorsorge und tägliche gesunde Bewegung zu betreiben. Strecken, die zuvor mit dem Auto gefahren wurden, wurden nun mit dem Rad bewältigt. Gratulation zum Projekt Landjugend läuft, Engelrollen, der Landjugendbezirk Welsland. Gerade in der Zeit, wo das gesellschaftliche Leben aufgrund einer globalen Pandemie auf ein Minimum reduziert wird, wollte der Bezirk Welsland Jugendliche das Hauptaugenmerk auf ihre gesundheitliche Wertschätzung lenken und organisierte eine Blutspendeaktion sowie ein Power Week. Jedes teilnehmende Landjugendmitglied konnte seine ganz persönliche Lieblingslaufstrecke laufen, wandern oder walken. Die Teilnahmegebühr des Spendenlaufs und der Reinerlös des Pfarrcafés wurden an den Verein Rollende Engel gespendet. Ein Verein mitten in Wels, der todkranken Kind Menschen deren letzten Wünsche erfüllt. Weiters darf sich die Landjugend Nussbach aus dem Bezirk Kirchdorf mit ihrem Projekt Fahr nicht fort, pflück's im Ort, Landjugend trägt Früchte über eine bronzene Platzierung freuen. In dem von 2012 bis 2015 durch die Landjugend erbauten Landgarten sollte wieder frisches Leben einkehren, da er bei der Gemeindebevölkerung schon ein wenig in Vergessenheit geriet. Somit ließen sich die Landjugend etwas Neues einfallen. Der Landgarten wurde teilweise revitalisiert und mit neuen Spielen erweitert. Höhepunkt des Projekts ist das Kochbuch mit über 60 Rezepten. Darin sind die Rezepte über die Produkte aus unserem Landgarten, Rezepte von Direktvermarktern aus dem Ort und einigen Brauchtumsgebäcken zu finden. Nun kommen wir zur nächsten Stufe und dürfen der Projekte in Silber prämieren. Das erste Projekt in der Kategorie Silber gehört zur Landjugend Losenstein-Reichramming-Lausser aus dem Bezirk Steierland mit dem Projekt Mostbrunnen mit Lichtkreuz. Ihr erhält einen Scheck im Wert von 200 Euro. Die Landjugend errichtete einen Mostbrunnen an der höchsten Stelle des Kirchenbergs in Losenstein. Im Mostbrunnen befinden sich regionale Getränke wie Most, Cider oder Apfelsaft. Durch einen Kurbel können die naturgekühlten Getränke nach oben gekurbelt werden. Bei der Bezahlung wird auf die Ehrlichkeit der Besucher gesetzt. Das Licht- und Liebeskreuz neben dem Brunnen ist 7,38 Meter hoch und erinnert an den Kreuzestod Jesu. Durch die Beleuchtung des Kreuzes kann der Mostbrunnen auch bei Dämmerung oder abends gut besucht werden. Ein Treffpunkt für junge und ältere Menschen, für Familien, für Sportler, für Kinder und durch den angrenzenden Sebaldusweg auch für Pilger. Weiters darf sich die Landjugendbezirk Gmunden über einen Scheck von 200 Euro freuen.
Der Bezirksverstand holte die Direktvermarkter im eigenen Bezirk vor den Vorhang und hat diese der Bevölkerung näher gebracht. Darunter fand eine Vorstellung auf Social Media der Direktvermarkter statt, ein Ferienprogramm oder Besichtigungen und Vorträge rund ums Thema. Das Highlight des Projektes war der Schmankerlschuppen. Auf Basis eines Streetfood-Marktes bereiteten die Ortsgruppen des Bezirkes regionale Schmankerl zu. Diese konnten bei gemütlicher Atmosphäre mit musikalischer Umrahmung verkostet werden. Herzlichen Glückwunsch der Landjugend Schwanenstadt aus dem Bezirk Vöcklabruck zum Nachhaltigkeitskompass. Sei es wegen vermüllter Straßenränder oder auch weil immer mehr Grünflächen weichen müssen. Nachhaltigkeit muss in unserem Leben mehr Stellenwert bekommen. Auch die schneller wachsenden Kollektionen und Trends im Modemarkt haben der Landjugend Schwanenstadt zu denken gegeben. Um nicht nur einen Bereich zu beleuchten, haben sie sich gleich 4 Schwerpunkte gesetzt. Den sogenannten Nachhaltigkeitskompass. Regionalität und Saisonalität, Ressourcenschonung, Upcycling und Biodiversität. Zu jedem dieser 4 Themen wurden mehrere Veranstaltungen und Projekte gestartet. Wie zum Beispiel Filme über Direktvermarkter, Verteilung von regionalen Produkten, Müllsammelaktionen, eine Kleidertauschparty, das Anlegen von Blühstreifen und vieles mehr. Und als letzte Ortsgruppe in der Kategorie Silber. Herzlichen Glückwunsch der Landjugend Gunzkirchen aus dem Bezirk Welsland zum Projekt Wir rasen nicht weit aus, weil das Beste findet man z'Haus. Gerade in Zeiten von Corona fragen sich immer mehr, wer eigentlich im Umkreis Landwirtschaft betreibt und was es tatsächlich alles direkt im Ort gibt. Ziel des Projektes war es, interessante Zielgruppen mit den Landwirten hautnah zusammenzuführen. Die Hofroas gab den Teilnehmern die Möglichkeit, auf einer Route von 4,8 Kilometern bei 3 Stationen die Betriebe zu erkunden. Es wurden Sackerl und Stempelpässe ausgegeben. Es gab einen Schweinelehrpfad, Verkostungen, Kinderschminken, Schweinememory und vieles mehr. Nun kommen wir zur Königsklasse der Projektarbeit. In der Kategorie Gold und zu einem Scheck im Wert von 300 Euro gratulieren wir der Landjugend Bezirk Kirchdorf zum Projekt Restlos glücklich verwenden statt verschwenden. Lebensmittelverschwendung geht jeden etwas an. Mit über 10 erfolgreich durchgeführten Aktionen setzte die Landjugend Bezirk Kirchdorf ein Zeichen gegen Verschwendung und um das Bewusstsein für unsere wertvollen heimischen Ressourcen zu stärken. Ein Rezeptbuch mit 35 alltagstauglichen und nachhaltigen Rezepten zum Thema Resteverwertung wurde erstellt und verkauft. Der Rennerlös kam Kindern mit Beeinträchtigung zugute. Darüber hinaus wurde eine Verteilaktion mit Produkten und Broschüren initiiert, eine Aktion im Kindergarten gestaltet, ein Verwertungsdinner veranstaltet, Kochkurse durchgeführt und. Alles stand dabei unter dem Motto Verwenden statt Verschwenden. Gratulation der Landjugend Andorf aus dem Bezirk Scherding zum Projekt Unser Brot. Ein Handwerk zum Essen, nicht zum Vergessen. 2 Müller im Vorstand und ein Geistesblitz bei der Klausur und schon ist ein einzigartiges Projekt geboren. Mit dem Ziel, wieder mehr Augenmerk auf das Bäckerhandwerk zu legen und dabei natürlich auch auf die Regionalität der Rohstoffe zu achten. Mit den großen Bereichen Entwicklung eines Landjugendbrotes, Bau eines Brotlehrpfades, Entwicklung eines Mal- und Rätselbuches und einer breit aufgestellten Öffentlichkeitsarbeit drehte sich alles rund um das Grundnahrungsmittel Nummer 1, unser Brot. Herzlichen Glückwunsch der Landjugend Bezirk Vöcklabruck zur Landjugend Roas. Schritt für Schritt mit Blick zurück. Gemeinsam mit allen Landjugendgruppen des Bezirkes befasste sich die Bezirkslandjugend mit der einzigartigen Gegend, aber auch auf die Traditionen und Geschichten, die damit verbunden werden. Im Zuge eines Liederprojektes wurden in jeder Gemeinde bestehende Wanderwege verschönert und um Highlights erweitert. Dabei wurden Infotafeln, Fotopoints, Rastplätze, eine Weitsprungsandkiste und vieles mehr errichtet. Ebenso wurden viele weitere Aktionen und Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Schnitzeljagd, eine Homepage oder eine Bergmesse, organisiert. Weiters darf sich die Landjugend Öpping-Peilstein aus dem Bezirk Rohrbach mit ihrem Projekt Cycles zur Auszeichnung in Gold freuen. Heutzutage werden Unmengen an Gütern verschwendet. Deshalb setzte sich die Landjugend Öpping-Peilstein mit ihrem Projekt das Ziel, Menschen in ihrer Umgebung zu motivieren, bestehende Ressourcen zu nutzen und etwas Neues daraus zu schaffen. Mit großem Erfolg veranstalteten sie einen Upcycling-Wettbewerb mit 30 Projekten, machten eine Wasserspielwand im Kindergarten, bauten einen mobilen Verkaufsstand aus gebrauchten Materialien und veranstalteten einen nachhaltigen Frühschuppen mit Tauschbasar. Die nächste Goldmedaille geht in den Bezirk Braunau an die Landjugend Gilgenberg. Herzliche Gratulation zu eurem Projekt Römerwanderweg Gilgenberg.
Im Zuge eines LEADER-Projektes setzte sich die Landjugend Gildenberg zum Ziel, einen attraktiven und regionalen Wanderweg für Jung und Alt zu schaffen und dabei Fokus auf die Geschichte von Gildenberg zu legen, welche stark durch die Römer geprägt wurde. Teile des Wanderweges wurden abgetragen und geschottert. Neben einer neuen Beschilderung wurden 5 Stationen mit interessanten Informationen zur Geschichte ergänzt. Um den Bekanntheitsweg des Weges zu steigern, wurden Flyer gestaltet und der Wanderweg in diversen Online-Karten eingetragen. Und über die letzte Goldmedaille darf sich die Landjugend Bezirk Braunau mit ihrem Projekt Gemma's an 29 Orte, 29 Wege, die Wanderkarte durch den Bezirk Braunau freuen. Um den Fokus auf den heimischen Tourismus zu legen, wurde vom Bezirk Braunau und ihren Ortsgruppen eine Wanderkarte bzw. Buch erstellt. Die Ausarbeitung erfolgte durch die Ortsgruppen und wurde dann vom Bezirk in einem Buch zusammengefasst. Inhalt ist nicht nur die Wanderroute, sondern auch Rezepte, Einkehrmöglichkeiten, Anreiseinformationen und weitere Ideen und Infos zum Wandern. Darüber hinaus ist im Buch auch ein QR-Code zur Online-Version verfügbar. Eine separate und platzsparende Karte ermöglicht eine leichte Mitnahme zur Wanderung. Herzlichen Glückwunsch zu euren tollen Leistungen und zu euren grandiosen Projekten. Und ein riesengroßes Danke dafür. Die Urkunden lassen wir euch in den nächsten Wochen zukommen. Ja, und bevor wir nun zur Verleihung des Landjugendkreisels kommen, bitten wir unseren neuen Landwirtschaftskammerpräsidenten, den Herrn Magister Franz Waldenberger, um seine Grußworte. Auch er hat uns eine Videobotschaft geschickt. Liebe Mitglieder der Landjugend, mein Name ist Franz Waldenberger. Ich bin seit 10. Dezember der neue Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und es freut mich ganz besonders, dass ich heute bei der Galanacht der Landjugend mit dabei sein darf. Leider macht es Corona nicht möglich, dass wir uns in Präsenz treffen können und darum freut es mich, dass ihr auch trotzdem im virtuellen Raum zusammenkommt und diese Galanacht ausführt. Die Landjugend feiert heuer 70-jähriges Jubiläum. Sie ist 1951 gegründet worden und sie ist herangewachsen zur größten und aktivsten Jugendorganisation auf dem Land mit 15 Bezirksorganisationen, mit 226 Ortsgruppen und mit 22.500 Mitgliedern. Und ich bin Bürgermeister in einer kleinen Landgemeinde, wo wir auch eine sehr aktive Landjugendgruppe haben und ich kann euch sagen, es ist total wertvoll, was die Landjugend leistet. Ihr macht Wettbewerbe, ihr macht Veranstaltungen, ihr organisiert Feste, ihr kommt zusammen und ihr gebt damit auch der Jugend ein Betätigungsfeld und einen sozialen Rahmen, der einfach sehr wertvoll ist. Mit euren Brauchtumsveranstaltungen wird auch das Brauchtum hochgehalten. Und da fällt mir zum Beispiel ein das Erntedankfest, wo die Landjugend auch immer mit Erntekronen dieses Fest verschönert und umrahmt. Und apropos Erntedank, im nächsten Jahr veranstaltet die Landjugend ein großes Erntedankfest, auf das ich mich auch schon sehr freue. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen für euren Einsatz, für eure Arbeit. Bitte macht's weiter so, lasst euch von der Pandemie nicht stoppen sozusagen, sondern wir hoffen gemeinsam, dass wir sie bald überwunden haben, dass wir auch wieder öfter zusammenkommen können und uns auch treffen können. Ich wünsche euch, der Organisation Landjugend, aber auch jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von euch alles Gute fürs neue Jahr und ich freue mich auf ein persönliches Treffen. Alles Gute für heute Abend. Ja, danke Franz. Aufgrund des engen Terminkalenders, wie man sich vorstellen kann, ist das Video bereits im letzten Jahr im Dezember aufgenommen worden. Ja, wir lassen uns natürlich nicht stoppen. Wir freuen uns genauso wie du schon auf das Erntedankfest im September. Dürfen dir nochmal recht herzlich zu deiner neuen Position gratulieren und freuen uns natürlich schon auf eine gute Zusammenarbeit mit dir als Landwirtschaftskammerpräsident. Aber jetzt wollen wir euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Es ist jetzt sicher schon jeder gespannt auf die Verleihung des Landjugendkreisels. Genau, der Landjugendkreisel ist für Orts- und Bezirksgruppen die wertvollste Auszeichnung im Zuge der Projektarbeit, die von der Landjugend Oberösterreich vergeben wird. Danke dürfen wir dazu noch sagen an die Freunde der Landjugend, die uns den Landjugendkreisel sowie einen Scheck im Wert von 200 Euro zur Verfügung gestellt hat. Die Freunde fördern und unterstützen das Netzwerk der Landjugend. Dazu werden Ausflüge und Veranstaltungen organisiert, damit auch nach der aktiven Landjugendzeit die Freunde aus ganz Oberösterreich nicht vergessen werden. Aber nun sind wir gespannt, welche Landjugendgruppen sich den begehrten Kreisel holt und somit das bestbewerteste Projekt 2021 wird.
dazu habe ich was. Du hast da was vorbereitet. Aber das war falsch, glaube ich. Hier ist dein musikalisches Talent, ist ja wirklich super, aber wir sollten jetzt das beste Projekt 2021 verkünden. Ja, probier ja. Der Thomas hat zu mir gesagt, da hast du was und jetzt hau gescheit auf Tasten und kürzt das aktivste und das beste Projekt. Hier ist, das sind nicht die Noten, das ist das beste Projekt. Herzlichen Glückwunsch der Landjugend Bezirk Kirchdorf zu ihrem Projekt Restlos glücklich, verwenden statt verschwenden. Ja, herzlichen Glückwunsch und der Landjugend Kreisel wird euch persönlich vom Landesvorstand überreicht. Ja, jetzt haben wir auf alle Fälle einen sehr fröhlichen Teil gehabt. Wir kommen jetzt aber leider zu ein bisschen einem betrübenderen Teil und dazu dürfen wir wieder an die Landesleitung übergeben, die nun die Verabschiedungen durchführen wird. Ja, leider heißt bei der Landjugend ein Jahreswechsel auch immer Verabschiedungen machen und Abschied nehmen. Daher möchten wir uns bei drei Personen nochmal ganz besonders bedanken für deren Einsatz bei der Landjugend Oberösterreich. Marlene, Thomas und Roman haben euch dazu noch ein kurzes Video hinterlassen. Und nun zu den Nachrichten. Gerade hat uns eine Eilmeldung aus dem Mühlviertel erreicht, wo gerade kuriose Schicksalsschläge vor sich gehen. Wir leiten weiter zu unserem Außenkorrespondenten, der uns Genaueres berichten wird. Ich melde mich live aus dem Mühlviertel mit einer Liste, die ich von einem besorgten Bürger erhalten habe, wo zusammengeschrieben steht, was alles im Moment schief läuft im Mühlviertel. Stand heute. 3 Stier sind ausgekommen. Amur! Ein Sack Erdäpfeln ist umgefallen. Jetzt gibt's keine Chips mehr. Beim Milchtank war der Hahn nicht ganz zu. Morgen gibt's auch keinen Kakao. Der Pfarrer hat sich bei der Hostie verkutzt. In Siebesbutter. Der Baum hätte umgeschnitten werden sollen. Steht aber noch. Ich find die scheiß Motorsack nicht. Der Speck ist gar. Das gibt's nicht. Es ist zu viel Bier da. Das gibt's auch nicht. Und die Donau ist zugefreit und keiner da zum Mist führen. Jawohl, Landesentscheid Mist führen! Insofern, liebe Welt, bitte helft uns! Es ist notwendig, es ist heute notwendig, es ist... Ah! Danke für die Berichterstattung. Um dieses Chaos nun gemeinsam beseitigen zu können, wurde die Landjugend Oberösterreich kontaktiert, um ihre besten Leute zu schicken. Diese drei Damen und Herren möchten sich nun noch einmal persönlich vorstellen. Wunderschönen guten Abend, es spricht das Sonderkommando der Landjugend Oberösterreich. Ihr habt es gesehen, im Mühlviertel ist echt ein Chaos, es sind Dinge passiert, unaussprechlich. Und wir müssen jetzt dorthin und nur noch kurz die Welt retten. Insofern ist es an der Zeit, uns von der Landjugend Oberösterreich vom Vorstand zu verabschieden. Sagen nochmal Dankeschön für die vergangene Zeit, sagen alles Gute für einen neuen Vorstand und für alle Landjugendlichen 2022 auf ein super cooles Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns immer wieder mal bei Bewerbe, all möglichen Schabernack oder Seminare. Und wir verabschieden uns mit den Worten Dankeschön für einfach alles. Ja, vielen Dank an unsere Mühlviertler Marlene, Thomas und Roman. Ihr habt die Landjugend Oberösterreich bewegt und so viel Zeit investiert. Wir hoffen, wir können euch einen Abschied sehr bald gebührend nachfeiern. Aber jetzt erst einmal viel Glück beim Mühlviertel retten. Eure Motivation und euer Engagement hat auf alle Fälle einen ganz großen Applaus verdient. Ja, umso mehr freut es uns natürlich, dass wir ins neue Jahr mit einem neuen und vor allem gescheit motivierten Team durchstarten dürfen.
Und wer die Landjugend Oberösterreich im kommenden Jahr vertritt, das werden wir euch jetzt vorstellen. Wie vorher schon vorgestellt, neben mir der Landesleiter Stefan Eichelsberger von der Landjugend Wengminning aus dem Bezirk Braunau. Unsere Landesleiterin, die Theresa Neubauer aus der Landjugend Weißkirchen an der Traun im Bezirk Welsland. Meine Stellvertreterin ist die Clara Medisch von der Landjugend Euhaming aus dem Bezirk Linzland, sowie die Claudia Hummer von der Landjugend Büsbach vom Bezirk Vöcklerbruck und die Ingrid Haberl von der Landjugend Eckesberg aus dem Bezirk Braunau. Ja, natürlich haben wir auch noch ein paar Burschen im Landesvorstand. Meine Stellvertreter, der Matthias Scheuringer aus St. Agatha im Bezirk Christkirchen, der Christoph Fischer von der Landjugend St. Marienkirchen im Bezirk Scherding und der Jakob Grafinger aus der Landjugend Schwand im Bezirk Monten. Ja, und drei Frischgefangene haben wir auch noch dabei. Und da starten wir mit der Marlene Federlehner von der Landjugend Inzersdorf aus dem Bezirk Kirchdorf. Sie bereichert ab heuer unseren Vorstand hier bei uns am Land. Sie meldet sich gerne für eine neue Aufgabe, aber auch viel und endlos sprechen ist von ihr eine besondere Gabe. Vereinschaft erleben. Mit diesem Jahresthema möchte Marlene die Landjugend nach Corona wieder beleben. Ihr Energie ist endlos, drum ist die Freude für das neue Amt besonders groß. Woo! Sebastian Deixler, wenn man als Athlet im Bezirk Welsland, ist nicht nur für seinen langen Namen bekannt. Auch der Deike ist als Bezirksleiter für die Mitglieder im Welsland da und sagt gerne mal zu einer neuen Aufgabe ja. Pflügen ist seine Leidenschaft. Wenn er gewinnt, trinkt er gerne mal einen Zaubersaft, weil der gibt ihm Kraft. Darum freuen wir uns schon mit dem Deike im Team, weil es ist immer ein Spaß mit ihm. Ja, last but not least ist die Brigitte Meingastner von der Landjugend Forchdorf aus dem Bezirk Gmunden. Gitti ist bereits als Bezirksleiterin tätig in Gmunden, aber sie möchte nun auch die Funktionärsarbeit am Land erkunden. Gitti war auch mit dem Saxophon bei der Landjugend Greizfurt-Musi recht aktiv und daher gehört sie zu denen, die nur selten ausschlief. Für die Jugend engagiert sie sich gerne, darum hat sie den Schwerpunkt Young and International, weil sie fährt auch gern fort in die Ferne. Ja, das war unser Landesvorstand und es geht jetzt gleich weiter mit unserem Landjugendbüro und da starten wir mit unserer Geschäftsführerin, die Julia Breitwieser. Sie kommt aus Bötting im Bezirk Christkirchen. Genauso im Büro unser Projektmitarbeiter Thomas Bürstinger aus Wartberg an der Krems im Bezirk Kirchdorf. Ja, und unser Büro wird vervollständigt von der Vicky Lettenmeier von der Landjugend Pfarrkirchen Allwang aus Steyr, der Claudia Stöckler von der Landjugend Haag aus dem Bezirk Amstetten in Niederösterreich sowie unsere Assistentin Laura Bachmeier von der Landjugend Andorf in Scherding. Ja, und dann ist jetzt wieder dazugekommen, oder? Weil seit Montag neu im Büro begrüßen dürfen wir unseren Zivildiener Gabriel Oelsinger aus Kremsmünster im Bezirk Kirchdorf, der uns bis 30. September tatkräftig unter die Arme greifen wird. Und auch du möchtest einmal hinter die Kulissen im Landjugendbüro blicken, dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Für die organisatorische Abwicklung vom Landesernte-Dankfest am 18. September 2022 sind wir nämlich nur auf der Suche für Unterstützung in unserem Büroteam. Also bist du zufällig ein Organisationstalent und möchtest mal bei so einer großen Veranstaltung mitwirken, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis spätestens Ende Jänner. Ja, wir zwar freuen uns auf alle Fälle auf ein grandioses, neues Landjugendjahr mit so einem starken Team. Und Stärke haben nicht nur wir bewiesen, sondern auch ganz viele Ortsgruppen von euch. Und daher darf man das Wort wieder an unser Moderationsteam übergeben. Ja, wir dürfen zum nächsten Höhepunkt des heutigen Abends kommen. Bereits zum sechsten Mal dürfen wir die aktivste Ortsgruppe aus ganz Oberösterreich prämieren.
Bei der Auswertung werden zahlreiche Kriterien herangezogen, wie zum Beispiel Durchführung sowie Teilnahme an Veranstaltungen, Umsetzung eines Projektes, geleistete Bildungsstunden und Öffentlichkeitsarbeit. Trotz einem weiteren herausfordernden Jahr konnten heuer rund 15.000 Aktivitäten von unseren Landjugendgruppen durchgeführt werden. 26.831 LAZ-Punkte wurden 2021 gesammelt und insgesamt 390 Leistungsabzeichen wurden bei den Jahreshauptversammlungen präsent oder online verliehen. Und heute ist es soweit. Wir dürfen heute die aktivste Ortsgruppe verkünden. Jo, wie tun wir denn da jetzt genau eigentlich, Clara? Ja, laut Regie brauchen wir da jetzt nur die aktivsten Ortsgruppen aus den Bezirken zu verbinden und schon haben wir die aktivste Ortsgruppen von ganz Oberösterreich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, machen wir das, oder? Ich werde es dir noch drei vorlesen. Du wirst das bitte verbinden und dann werden wir schon eine aktivste Ortsgruppe finden. Ich verlese jetzt die ganzen aktivsten Ortsgruppen aus den Bezirken. Und zwar beginnen wir im Bezirk Freistadt. Die Landjugend Tragwein. Perfekt. Als zweites gehen wir in den Bezirk Perth, die Landjugend Ried-Katschdorf. Als drittes in den Bezirk Braunau, die Landjugend Handenberg. Als nächstes Steierland, die Landjugend Aschach an der Steier. In den Bezirk Evering, die Landjugend Stroheim. Wir gehen in den Bezirk Gieskirchen, die Landjugend St. Agatha. In dem Bezirk Rohrbach ist die aktivste Ortsgruppe geworden, die Landjugend Butzleinsdorf. In Gmunden ist die aktivste Ortsgruppe geworden, die Landjugend Gschwand. Uferumgebung, die Landjugend Gramerstetten. Im Bezirk Vöcklerbruck, die Landjugend Vornach. In Linzland die Landjugend Pucking. Im Bezirk Schering die Landjugend Andorf. Im Bezirk Kirchdorf die Landjugend Nussbach. Im Bezirk Ried die Landjugend Lambrechten. Und last but not least im Bezirk Wösland die Landjugend Gunskirchen. So da. Und ich hätte gesagt, kennt man schon was? Also ich nicht, ich weiß nicht, siehst du da irgendwas? Ja, eigentlich sieht man schon ein bisschen was, gell? Und zwar, ich hätte gesagt, ziemlich im Zentrum von dem Kreis, was wir da haben, befindet sich nämlich genau eine Landjugend. Und ich hätte gesagt, die kommt aus dem Bezirk Wösland und ist die Landjugend Gunskirchen. Ja, neben diesem schönen Wanderpokal bekommt ihr 25 Tagestickets fürs Woodstock der Blasmusik sowie einen Werbegutschein zur Verfügung gestellt von LT1 im Wert von 5.000 Euro. Ja, die Urkunden und Glastrophäen, der Bezirkssieger und der Wanderpokal für die aktivste Ortsgruppe werden euch persönlich vom Landesvorstand überbracht. Uns freut es auch, dass unsere Bundesleitung der Landjugend Österreich, Ramona Ruttrecht und Martin Kubli, ein paar Worte für euch per Videobotschaft an uns gesendet haben. Grüß euch, liebe Landjugend Oberösterreich, liebe Mitglieder und liebe Ehrengäste zu Hause vor den Bildschirmen. Wir als Bundesorganisation der Landjugend Österreich freuen uns, dass wir heute dabei sein dürfen bei der Online-Gala-Nacht der Landjugend Oberösterreich. Das vergangene Jahr war sicher noch nicht perfekt, aber es war schon eher eines, das was unseren Vorstellungen als Landjugend entsprochen hat. Es hat wieder sehr viele Veranstaltungen gegeben, sehr viele Landesentscheide, sehr viele Bundesentscheide, sehr viele Projekte, die bei euch umgesetzt wurden und ein absolutes Highlight für uns und ich hoffe auch für euch war die Bundesprojektprämierung, das Best-of, das ja bei euch in Bad Ischl stattgefunden hat. Leider nur online. Aber das Tolle für euch, eine Ortsgruppe aus Oberösterreich hat den begehrten Award mit nach Hause genommen. Nochmal herzliche Gratulation an die Landjugend Öpping-Peilstein mit dem Projekt Cycles verwenden statt verschwenden.
Ja, 2021 war schon wieder ein tolles Landjungjahr und ich glaube, das wird der 2022. Ihr habt mit eurem Schwerpunktslogan Vereinschaft erleben ja schon wieder einiges geplant. Unter anderem auch das 70R oder das Landesernte-Dankfest in Oberösterreich. Und wir als Bundesorganisation haben natürlich wieder Bundesentscheide auf dem Programm. Und da wird es wohl wieder den ein oder anderen oberösterreichischen Bundessieg geben, den ihr vielleicht mit nach Hause nehmen könnt. Wir freuen uns, euch bei einer dieser Veranstaltungen begrüßen zu dürfen, dass wir uns endlich wieder mal sehen. Und für diese Veranstaltung wünschen wir euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sind auch schon gespannt, wer denn die aktivste Landjugendgruppe in Oberösterreich sein wird und wer das beste Projekt in diesem Jahr umgesetzt hat. Alles Gute und bis bald! Ja, danke Ramona und Martin. Wir freuen uns ebenfalls schon auf ein cooles Landjugendjahr mit euch und hoffen, dass wir sie ganz oft wiedersehen. Wir kommen nun zu einem einmaligen Highlight. Wir haben uns heuer für euch etwas ganz Besonderes überlegt. Heute Abend verkünden wir das aktivste Landjugendmitglied. Das aktivste Mitglied der Landjugend Oberösterreich bekommt ein iPad im Wert von 530 Euro zur Verfügung gestellt von der Hypo Oberösterreich. Ja, und damit das Ganze auch daheim ein bisschen spannender wird, ich glaube, jeder wartet schon drauf, zu wissen, wer denn das iPad bekommt. Und weißt du so gern Spiele spielst, machen wir jetzt aus dem Ganzen ein Spiel, und zwar, wer bin ich? Ich werde jetzt 6 Fakten zu unserem aktivsten Landjugendmitglied aufzählen und es fallen somit immer wieder Personen raus, die was das nicht erfüllen, und zum Schluss sollte dann unser aktivstes Mitglied übrig bleiben. Zu klar soweit? Ja, ich bin bereit. Sehr gut, los geht's mit den Fakten. Unser aktivstes Landjugendmitglied ist in mehreren Vereinen tätig. Und kommt aus einer Landwirtschaft. Da fallen schon ein paar weg. Das aktivste Landjugendmitglied ist seit 2014 aktives Mitglied der Landjugend. Ah, da fallen schon ein paar weg. Hat sich schon einmal für den Bundesentscheid Reden qualifiziert. Na gut, das ist nicht mehr so alltäglich. Es geht immer konkreter und es wird schon eng. Unser aktivstes Mitglied ist eine Ortsgruppenleiterin oder ein Ortsgruppenleiter. Es sind nicht mehr viel übrig. Ich glaube, ihr daheim werdet auch schon rätseln, wer denn das aktivste Mitglied ist. Vielleicht habt ihr schon einen im Kopf. Wir lösen das Ganze auf, und zwar mit dem letzten Fact. Und zwar, unser aktivstes Mitglied kommt aus der aktivsten Ortsgruppe Oberösterreichs 2021 und heißt Marlene Neuwirth. Gratuliere! Liebe Marlene, wir gratulieren dir recht herzlich zum aktivsten Mitglied der Landjugend Oberösterreich und wünschen dir viel Freude mit deinem iPad. Ja, wir sind mittlerweile schon fast am Ende des heutigen Abends angelangt, und damit es ein schönes Ende wird, dürfen wir natürlich wieder übergeben an unsere Landesleitung, welche uns einen Ausblick geben für das kommende Jahr. Ja, schauen wir, dass wir aus 2022 wieder ein grandioses Jahr machen. Denn 2022 widmen wir uns dem Jahresthema Vereinschaft erleben. Denn wann in einem Verein Gemeinschaft gelebt wird und dadurch Freundschaft entsteht, dann kann man Vereinschaft wirklich erleben. Nach Monaten vom präsenten Stillstand können wir jetzt endlich wieder durchstarten und genau das machen, was wir am besten können. Die Grundwerte von der Landjugend leben. Zusammenhalten, gemeinsam Großartiges schaffen und im Team über sich hinauswachsen. Nutzt 2022, um genau die Gemeinschaft in eichner Landjugend wieder hochleben zu lassen. Neben diversen
Viertelsveranstaltung werden wir auch mehrere Landeltouren quer durch Oberösterreich organisieren. Also seid gespannt. Mehr Infos findet ihr auf unserer Homepage unter oee.landjugend.at. Im Mai laden wir zur größten Geburtstagsfeier des Landes, 70 R 2022. Die Corona-bedingten Verschiebungen bringen ein paar Änderungen mit sich. Ein etwas abgeändertes Line-up, aber wir verbreiten dafür das Line-up und bieten euch eine zweite Bühne. Dadurch können nur mehr Landjugendmitglieder so richtig mitfeiern. Sprich, es gibt wieder Karten. Als kleinen Vorgeschmack haben wir euch heute schon mal ein Video mitgenommen. 70R. Landjugend Oberösterreich feiert. Zu Christi Himmelfahrt am 26. Mai 2022 ab 16 Uhr in der Brauerei Zipf. Auf der Zipfer Mainstage mit dabei Fettes Blech, Skolka, die Hundskrippeln, Volksbratler, Hormatlandler und die Unbrassbar. Noch mehr Party? Dann ab auf die neue zweite Partystage. Dort geht's richtig rund mit DJs wie Shani, Zweitagesbart, Fanart, Phil Prey sowie der DJ-Contest-Gewinner oder Gewinnerin. Alle Infos unter ooe.landjugend.at. Genau, ein paar Infos vielleicht schon vorab. Ab kommenden Montag, den 10. Jänner, startet nämlich der Kartenverkauf. Es müsst einfach eine E-Mail ans Landjugendbüro schicken und von denen kriegt ihr einen Code zugesendet, mit dem ihr dann die Karten ergattern könnt. Also seid schnell, denn auch das erweiterte Kontingent hat natürlich wieder seine Grenzen. Oder die, was sie letztes Jahr schon an Karten gekauft haben, die behalten natürlich ihre Gültigkeit. Am 1. August-Wochenende dürfen dann die Besten der Besten ihr Wissen zum Thema Genuss und Agrar unter Beweis stellen, denn da findet der Bundesentscheid Agrar- und Genuss-Olympiade in Vöcklabruck statt. Ja, und am 18. September 2022 feiern wir das Erntedankfest. Im Namen Österreich in seiner Vielfalt werden über 80 Wegen entlang der Landstraße präsentiert. Mit Tretraktorrennen in Schmankerl und im Handwerksmarkt bieten wir ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Natürlich könnt ihr es als Ortsgruppen oder auch als einzeln helfende Hand mithelfen. Nähere Infos dazu sollten die Ortsgruppenleitungen gerade eben in einem Postfach bekommen haben. Wir sagen jetzt schon Danke, dass ihr uns helft und uns unterstützt und dass wir das Erntedankfest gemeinsam zu einem Erfolgserlebnis machen. Somit sind wir schon am Ende der diesjährigen etwas anderen Landesversammlung angelangt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr heute eingeschaltet habt und mit uns gemeinsam auf dieses außergewöhnliche und besondere Jahr 2021 zurückgeschaut habt. Wir möchten nun mal allen geehrten Ortsgruppen zur Auszeichnung als aktivste Ortsgruppe und zu euren Projekten, die ihr heuer auf die Füße gestellt habt, sehr herzlich bedanken und gratulieren. Wir hoffen natürlich, dass wir uns 2022 bei vielen Landjugendveranstaltungen sehen werden. Danke fürs Einschalten. Pfiat euch und bleibt gesund.